Hallihallo Leute, hier bin ich wieder, eure liebe kleine Dodo. Und jetzt geht's direkt weiter mit Kapitel 2 von Tales of Monkey Island. Mal schauen, wer das war oder wer das ist, wer uns da das Fernglas aus der Hand geschlagen hat. Aber wie ich ja schon im letzten Part sagte, ich glaube, ich weiß ungefähr, wer es ist. Es wurde einmal gesagt, was die Schickung schicket, ertrage. Es nützet nichts, dem Wind und den Gezeiten zu trotzen. Dennoch hatte es Guybrush Threepwood irgendwie geschafft, die Gezeiten des Schicksals zu wenden, indem er die Voodoo-Flüche von seinem Erzfeind LeChuck entfernte. Nun selbst infiziert, entkam Guybrush den wissenschaftlichen Experimenten des Marquis de Sange und konnte erfolgreich die üblen Winde der Veränderung ihrer Bestimmung entziehen. Eine Tat, die auch sein Schicksal, sowie das Schicksal der gesamten Karibik, nachhaltig verändern könnte. Vorausgesetzt, er lebt lang genug. Ah, okay, sie erzählt nochmal quasi die Geschichte wieder, so wie es war. Das ist cool. Guybrush Threepwood. Darauf musste ich lange warten. Jetzt mal ganz langsam, das muss ein Irrtum sein. Ich kenne dich überhaupt nicht. Erlaube mir, mich vorzustellen. Ich bin Morgan Le Fay, ein mächtiger Piratenjäger. Mein Name wird auf allen sieben Meeren gefürchtet. Ich habe einige der am abgebrühtesten, grogschlürfenden Drecksäcke von hier bis Sansibar auf meiner Referenzliste. Es ist mir eine große Ehre, endlich auch gegen den legendären Guybrush Threepwood anzutreten. Le Fay? Aber du bist ja eine Frau. Ich dachte immer... Warte mal, du hast schon von mir gehört? Ob ich schon von dir gehört habe? Guybrush Threepwood, der Pirat, der im Alleingang den Geisterpiraten LeChuck vernichtet hat? Der den geheimnisvollen Chuck von Big Whoop entdeckt hat? Der aus dem als unentrinnbar geltenden Zirkus der Verdammten entkommen konnte? Ich hab dich schon mein ganzes Leben verfolgt! Wow! Fühl dich nicht so geschmeichelt. Ich bin rein geschäftlich hier. Der Marquis de Sinch will diese eine Hand von dir. Also werde ich dich zu ihm bringen. Versuch es erst gar nicht, deine Techniken im Beleidigungsfechten bei mir anzubringen. Das ist heutzutage etwas für kleine Jungs, die Räuber und Gendarm spielen. Wie passend! Du kämpfst wie eine Kuh! Meine Hand! Oh, das wird dein Spaß! Heb dein Schwert auf und sieh mir ins Gesicht wie ein Mann. So wie du ein Mann bist oder so wie ich es bin? En garde! Ah, okay. Ich wette, diese Leine könnte mein Gewicht tragen. Aber leider ist sie ein kleines Stück außer Reichweite. Ich komme von hier aus nicht dran. Wie bist du eigentlich auf mein Schiff gekommen? Ich zog mich einfach am Enterhaken an Bord, während du damit beschäftigt warst, den Sonnenuntergang anzustarren. Besonders aufmerksam bist du nicht gerade. Noch was. Mein Enterhaken hat sich verfangen. Du schuldest mir somit einen neuen. Oh nein. Also, immer wenn ich mit dir rede, passiert irgendwas. Das Fass da scheint durch diese Seilstücke gesichert zu werden. Das ist der Hauptmast meines Schiffs, der Screaming Narwhal. Ja, ich weiß, was ein Hauptmast ist. Die Kanone ist nicht auf sie gerichtet. Außerdem ist es wahrscheinlich keine gute Idee, mit ihr auf Sachen auf meinem Schiff zu zielen. Okay, reden wir mal weiter. Hey, wo ist denn Winslow? Wehe, wenn du ihm etwas getan hast, du salzige Seehexe. Ihm geht es bestens. Er liegt gut verschnürt im Mannschaftsquartier. Konzentriere dich lieber auf den Kampf. Machen Sie sich um mich keine Sorgen, Captain. Irgendwann werde ich mich sicher aus diesen Seilen winden können. Junge, das ist aber nicht besonders gut befestigt.
Kusch, verschwinde! Ah, okay. Bist du etwa damit an Bord meines Schiffes geklettert? Und wo bitteschön ist das Seil? Nun, offensichtlich habe ich das Seil behalten. Du wirst kaum glauben, wie oft ein Stück Seil gelegen kommt. Zum Beispiel für das Fesseln deines ersten Bootsmannes. Na gut, dann behalte ich den Haken. Nur zu! Ich hole ihn mir einfach, nachdem ich dich getötet habe. Wir könnten den Haken an sich gut gebrauchen. Morgens Enterhaken ist wirklich sehr handlich. Dafür habe ich gerade zu viel zu tun. Okay, also das funktioniert nicht und das funktioniert nicht. Dann reden wir weiter. Wirst du denn noch nicht müde? Keine Spur. Ich habe deine Bewegungen genau studiert. Ich kann jeden deiner Schläge kontern. Teufel nochmal. Ich kann sogar 5 Minuten lang die Luft anhalten. Wie du. Ha! Ich kann meinen Atem 10 Minuten lang anhalten. Ist das dein Ernst? Ich dachte immer, diese Geschichten wären maßlos übertrieben. Ich bin beeindruckt. Schön. Haha! Los, fang mich doch! Ich wette, das hast du nicht erwartet. Oh je. Heya! Sollte das etwa jemanden verletzen? Vielleicht. Hat es das? Nein. Verdammt. Das ist der Hauptmast. Ja, das hast du schon mal erwähnt. Wollte ich nochmal gesagt haben. Macht sich da jemand an meinem Fass zu schaffen? Ich habe es extra da hochgetan, weißt du? Entschuldigung. Okay, das klingt doch schon mal verlockend. Warum lässt du dir von diesem Desinch eigentlich was sagen? Er ist ganz offensichtlich ein völlig durchgeknallter Arzt. Nicht mehr alle Kerzen in seinem Leuchtturm. Ich bin Söldner. Das ist mein Leben. Einmal gebucht, erledige ich den Job um jeden Preis. Selbst wenn es bedeutet, einen so renommierten Piraten wie dich zur Strecke zu bringen. Renommiert? Mir war nicht bewusst, dass ich früher normiert war. Wow. Können wir uns nicht darauf einigen, uns nicht einig zu sein? Das wird niemals geschehen. Okay, ich muss die ganze Prozedur jetzt nochmal machen. Weiche von mir, Weib! Niemals! Damit ich das machen kann. Oh Mann, wenn das Fass kaputt geht, wird Winslow wütend. Bis jetzt wurde jeder Gegner von mir eliminiert. Das war ja auch leicht. Dein Atem hat sie paralysiert. Ach, ist ja cool. Sie kennt die alten Dinge auch noch. Hinter dir! Ein dreiköpfiger Meeresaffe! Nein, danke. Ich habe schon gegessen. Oh, das geht jetzt aber echt zu weit. So, nehmen wir mal die Möwe. Mal gucken, was passiert. Raus hier! Los! Kusch! Entschuldige mal, Morgan. Ich sag das ja nur ungern einem Fan, aber du hast gerade meine Hand abgetrennt. Was? Oh je. Du bist wirklich gut, Guybrush Threepwood. Ich lasse dich nur ungern mitten im Geschehen zurück, weil diese Hand ruft nach einem Arzt.
Da bin ich schon, Kapitän Treefoot. Wo steckt das Mädel? Ich werde sie in die Mangel nehmen und zu Fischbutter verarbeiten. Ja, sie ist schon weg. Und sie nahm meine Hand mit. Schnell, verfolgen wir sie. Lassen Sie sie gehen, Mr. Winslow. Ich muss Elaine finden. Als ich sie das letzte Mal sah, fiel sie diesem LeChuck in die teuflischen Pranken. Ich empfand es eher als fröhlicher und harmonischer. Teuflische Pranken. Wir werden mit einem Hauptmast in diesem Zustand nicht sehr weit kommen. Diese feige Halsabschneiderin muss das Gegengewicht gelöst haben, das ich zur Stabilisierung des Hauptmastes angebracht hatte. Das ist jetzt leider gebrochen. Wirklich? Das ist er in der Tat. Vielleicht ist es nur ein Haarriss, aber ich kann es sehen. Bis wir sie reparieren können, müssen wir es leicht angehen. Wie Sie meinen, Mr. Winslow, dann nehmen wir eben Kurs auf die Jerkbait-Inseln. Richtig. Dort können wir unseren Hauptmast reparieren lassen. Sicher. Außerdem ist das die Richtung, in die Elaine entschwand. Ich steuere und Sie navigieren. Ich habe die Karte außerhalb Ihres Quartiers aufgehängt, um es Ihnen leichter zu machen. Oh, wie nett von dir. Na dann. Segel vorbereiten, Mr. Winslow. Flotsam. Gelato. On the beach. Na dann. Kurs auf die Jerkbait-Inseln, Mr. Winslow. Ja, Sir, Captain Threepwood. Sind wir schon am Ziel, Mr. Winslow? Aye, Captain. Spinner Cay, das emsige Epizentrum der Jerkbait-Insel. Ach, wirklich? Und wo sind alle hingegangen? Das mag schon ein paar Jahre her sein, als ich das letzte Mal hier war. Aber wenn es in der Stadt tatsächlich noch die Meermenschen gibt, dann würde ich sagen, dass alle abgetaucht sind. Meermenschen? Vielleicht lerne ich ja eine hübsche Meerjungfrau kennen. Also... Sie haben recht, das hat Zeit. Zunächst müssen wir sicherstellen, dass Elaine vor diesem teuflischen LeChuck in Sicherheit ist. Und vergessen Sie nicht, wenn wir wieder in See stechen wollen, müssen wir erst unseren Mast reparieren. Klar, klar, wir müssen die Last dezimieren, verstanden. Meerjungfrauen. Kapitel 2, juhu! Tess, vor allem das Witzige ist, ne? Guybrush wurde seine Hand abgesäbelt. Warum blutet er nicht? Es ist, als wäre nie was gewesen. So. Bewölk dich. Angeln verboten. Okay. Ich angel nicht. Da oben ist Elaine. Und da ist ein Boot. Hi, Seemann. Da! Oh. Wow, bleib ganz entspannt. Der große, starke Pirat wird doch nicht vor so einer kleinen Vekilianerin wie mir Angst haben. Das tut mir aber leid. Also, bist du eine Meer? Das ist richtig. Ich gehöre zu 100% zu den stolzen vekilianischen Meermenschen. Mein Schwanz hat mich verraten, stimmt's? Was führt dich denn nach Spinner Cay? Ach, ich suche nur etwas. Ich suche nach meiner Frau Elaine. Sie ist die schönste Piratin, die man je gesehen hat. Mit seidig glänzendem rotem Haar und Augen, die so grün sind wie ein Grog im Sommer. Das ist ja so süß. Weißt du was? Ich habe sie vielleicht sogar gesehen. Sie und der andere Typ kamen ungefähr eine Stunde vor dir hier an. Cool. Du hast Elaine mit einem anderen Mann gesehen? War er ein großer Trottel? Ich könnte ihn sicher verprügeln, wenn ich das müsste. Aber Elaine kommt normalerweise allein klar. Ja, ich denke, das war sie. Sie ging direkt zum königlichen Gemach und der Typ zog mit einer Bande Affen unterm Arm in Richtung Dschungel los. Königliches Gemach, verstanden. Um den Affenschmuggler kümmere ich mich später. Je von einem Mann namens Dekava gehört?
Ich soll ihm dieses Medaillon zeigen. Meinst du den abgedrehten Schwammtyp? Ja, jetzt erinnere ich mich. Das letzte Mal, als ich ihn sah, hat er gerade eine Besatzung angeheuert, um einen geheimnisvollen Seeigel oder so etwas in der Art hinterherzujagen. Hab ihn aber schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen. Er hatte eine kleine Hütte draußen auf Roe Island. Gut zu wissen. Cooles Floß. Darf ich damit mal fahren? Hast du einen Passierschein? Hab ich nicht. Nun, ich kann dich leider nicht durchlassen, selbst wenn dein Aussehen umwerfend ist. Du wirst dir einen Passierschein besorgen müssen. Krieg ich den? Wo bekomme ich denn einen Passierschein? Möglicherweise kann dir unser Häuptling Beluga im königlichen Gemach weiterhelfen. Aber momentan ist das schlecht, denn es sieht dort nach einer kleinen Auseinandersetzung aus. Weißt du, wo ich meinen Mast reparieren kann? Sicher. Wir haben ein Geschäft in unserer Stadt. Folge dem Höhlenpfad. Der bringt dich direkt hin. Ich muss jetzt gehen. Dann. War nicht böse gemeint. Passt schon. Elaine. Ihr beide haltet jetzt das Maul. Gib mir, was ich verlange. Sonst lege ich deine ganze Stadt in Schutt und Asche. Du und deine Männer werden niemals die antiken Beschwörungsartefakte erhalten. Und dann machen wir vielleicht mit deinen Eingeweiden weiter und reißen die raus, du übergroße Kaulquappe. Bitte beruhigt euch. Wir können sicher eine Lösung finden, die gut für alle ist. Elaine! Guybrush! Guybrush! Gott sei Dank, es geht dir gut. Ich war fast krank vor Sorge um dich. Erst die Explosion. Und dann hat die große Wolke mit Voodoo-Pocken damit angefangen, Piraten in der ganzen Karibik zu infizieren. Das war ein Unfall. Das Schwert war ein Schwindel. Der Zauberspruch funktionierte nicht. Das Pfefferminz hatte künstliche Zutaten. Es war nicht mein Fehler. Ich wette, da steckt eine Verschwörung dahinter. Oh mein Gott! Deine Hand! Welche Hand? Stimmt, genau. Was ist denn mit deiner Hand passiert? Und überhaupt, wo ist denn der Ehering? Das begann folgendermaßen. Ich sollte dich auf der Stelle aufschlitzen. Oh, ich sollte mich besser darum kümmern, sonst bringen sie sich noch um. Hier, nimm meinen Ring. Nein, das ist der... Nimm ihn einfach. Vertrau mir. Und verliere ihn nicht gleich wieder, Guybrush Threepwood. Ah, komm schon. Wer kann schon so zerstreut sein und zwei Eheringe verlieren? Ich bin's, Guybrush Threepwood, mächtiger Pirat. Halt's Maul, du. Gib mir die Beschwörung. Sehr gut gemacht. Ihr werdet sie nie bekommen. Vergessen wir die Artefakte mal für einen Moment. Die Artefakte sind heilig. Ich werde sie nicht in...